Herzlich willkommen zu einem Tutorial von mir. Ich bin Synthrox und mache ein Tutorial über ein Plugin namens Bending von Minecraft. In diesem Plugin könnt ihr Wasser, Erde, Feuer und Luft bending. Dieses Plugin ist eigentlich ganz cool, aber ich will jetzt auch nicht das irgendwie pro und contra kommentieren, sondern ihr könnt euch selber davon überzeugen und ich werde jetzt einfach nur zeigen, wie man sich das installiert. Ganz zuallererst braucht man einen Bucket-Server. Ich hoffe, ihr wisst, wie das geht. Und wenn nicht, dann könnt ihr einfach ein Tutorial von jemand anderen euch angucken und euch das dann machen. So. Ich schicke euch, also was heißt ja schicken? Ich schreibe einfach den Link in die Videobeschreibung, so dass ihr direkt den Plugin downloaden könnt. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, was da so alles möglich ist. Earth, Fire, Air, Water. So, ihr habt's gesehen, was man da alles machen kann. Man kann natürlich aber noch vieles mehr. Was ich noch sagen will, ist, das ganze Plugin ist auf Englisch. Es gibt im Moment noch keinen einzigen Deutschen, der das komplett übersetzt hat oder kommentiert hat, wie und was alles möglich ist. Ich bin, glaube ich, der Erste, der das macht und will euch einfach damit helfen. So. Es gibt zwei Download-Möglichkeiten. Erstens, der normale Download ohne Bugs, ohne irgendwelche Fehlers. Und ja, ganz normal eigentlich. Und dann gibt es noch hier den da. Der ist ein Plugin von Update, weiß das ich. Also, das ist die neueste Version von dem Plugin und hat vielleicht ein paar Bugs, vielleicht ein paar Fehler, ich weiß es nicht. Jedenfalls geht ihr da drauf oder da drauf. Mir ist es egal. Dann speichert ihr die Datei einfach. Ich habe das schon gemacht, ich brauche es nicht mehr. So. Dann öffnet ihr euren Bucket-Server, tut eure Datei, die ihr runtergeladen habt, das heißt in diesem Plugin, in den Plugins-Ordner. Da ist er. Da müsste da dann bei euch auch sein, hoffentlich, wenn ihr so blöd seid, um ihn einzufügen. Dann geht ihr auf Minecraft, startet es ganz normal. So. Ich benutze kein Texture Pack, da ich sowas nicht gut fände, wenn man ein Tutorial macht, da es dann immer manchmal negative oder positive Anmerkungen gibt. Deswegen, oh, hab voll vergessen, dass ich den Server anmachen muss. Das ist jetzt blöd. So, jetzt ist er an. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie ein Bucket-Server gemacht wird. Wenn nicht, dann könnt ihr euch ein Tutorial angucken von irgendjemandem. Oh. So. Ja, es leckt gerade ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich präsentiere euch jetzt nur ganz kurz Erde. Oh ja, das war voll der Techno. Egal. So. Ja, mit Erde kann man zum Beispiel so eine Wand bauen, eine Mauer machen und mit Linksklick dann halt einfach nur eine Wand. Ja, manchmal ist es eigentlich ganz gut, vielleicht für Haus bauen oder so. Mir ist es eigentlich vollkommen egal, was ihr damit macht mit dem Plugin. Für Multiserver lohnt sich es immer, aber fürs alleine spielen ist es eher ungünstig, da man nicht so viel Spaß hat. So. Ich beende hier damit die Aufnahme und ich werde noch weitere vier Tutorials machen, wie ihr Wasser, Luft und noch Erde und Feuer bändigt. Die kommen demnächst. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Plugin und auf Wiedersehen.